Nous vous souhaitons la bienvenue à notre conférence. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Und wir freuen uns auf die zwei Tage, die wir gemeinsam haben würden, mit vielen Diskussionen, mit vielen verschiedenen Programmen, von Theater bis Musik, bis verschiedenen Workshops. Kampf für ein Leben in Fülle. Leben in Fülle für alle. Man spricht immer von Afrika. Afrika ist ein riesen Kontinent mit unglaublich vielen großen Herausforderungen. Panafrikanismus bedeutet, die Grenzen wurden nicht von uns bestimmt. IDMC hat herausgefunden, dass in den letzten Jahren, seit 2008, im Durchschnitt 24 Millionen Menschen aufgrund von Umweltereignissen ihre Heimat mindestens kurzweilig verlassen mussten. We cannot survive with the old status quo of organizing. It all starts from us, yeah? People would help us, but we will have to, you know, do it ourselves. La seule possibilité est de rester. Il faut se marier. Has it worked, this whole control of migration, migration governance, has it worked? Parce que qu'est-ce qui se passe? Là où je suis, j'ai pas de papier, mais c'est que j'ai eu un rejet. Après 7000 kilomètres, 6 ans de route. La migration circulaire, c'est pas une utopie, dans le sens où, comme je l'ai dit, si, un exemple concret, si on ouvre les frontières, c'est-à-dire, c'est une question de procédure. Tout le monde voyage. Lassen Afrika einfach in Ruhe alleine, ohne ONG, ohne korrupte Präsident zu wählen. Lassen einfach Afrika in Ruhe. Sie werden alleine ihre Lösung versuchen zu finden. And I agree that it's not going to happen overnight to push the boundaries, but we have to start. We cannot, and I am not suggesting that we look at Germany or any of European countries as a model. No, we have to develop at our own pace as African women. We have to push those boundaries, recreate, rethink. And for me, the issue is, how do we build a feminism that is African?